Warnung, dieses Spiel hat blinkende Lichter und Schrecken. Die Distraktion des Spieler wird empfohlen. Willkommen zu Mr. Hobbs Playhouse. Ich habe mich entschieden, weil wir jetzt den Gruselmonat haben und wir jedes Mal näher an Halloween kommen, werde ich jede Woche bis Halloween versuchen, irgendein Horrorthema zu bringen hier auf den Kanal. Also Horrorspiel und so. Und wir nehmen uns heute Mr. Hobbs vor. Ich bin gespannt, was es auf sich hat. Und let's go. Papa, kannst du Mr. Hobbs heute Abend nehmen? Er macht mir Angst. Sei nicht albern, Ruby. Was würde deine Oma davon halten, dass du das sagst? Sie hat ihn extra für dich gemacht. Ich lasse deinen Nachttisch an. Nachtlicht an. Versuch etwas zu schlafen. Ja, sieh mal, wie gut das geklappt hat. Mama! Papa! Ups. Aufgabe, geh zum Zimmer deiner Eltern. Ich springe, bla bla bla, damit hebe ich Sachen auf. Okay. Eine Stamina habe ich auch noch. Hätte Ruby nur auf ihre Eltern gehört und ihre Spielsachen weggeräumt. Achte darauf, über die im Haus verstreuten Spielsachen zu springen. Und ich schätze mal, ich habe nicht ganz alles fertig lesen können. Ihr könnt ja pausieren das Video. Ich nicht. Okay. Okay. Geronimo! Okay, okay. Mom, Jenna. Ich, Ruby. Dad, David. Und da dieser Hase. Hm. Alter. Ich warte, bis ich... Schritte sind laut. Stell sicher, dass du dich versteckst. Was? Kann ich mich hier verstecken? Nee, oder? Okay, okay, okay. Oh, Bruder, was ist das? Weil ich bedenke, dass ich hier nach diesem harten Tag einfach eine Pizza mir jetzt in den Ofen schmeißen könnte. Aber nee, ich musste ja aufnehmen. Jo. Was ist das? Ich war's nicht, ich schwöre. Goddammit, ich verwechsel hier gerade ein paar Tasten. Alter, ich werde nicht lange überleben. Stehe still, um deine Ausdauer wieder zu erlangen. Okay, okay, okay. Warum war ich jetzt hier? Darf ich das mal wissen? Boah, warum habe ich hier eine... Soldatenfigur? Warum habe ich nicht aufgeräumt? Im Ernst. Das wird noch mein Tod, ich schwöre. Hör genau auf deine Umgebung. Oh nein! Parkour, Leute! Alter, ich werde sowas von sterben, ich sag's euch. Mom, Dad! Mom, Mama, Papa, wo bist du? Wo seid ihr? Geh zurück ins Bett. Das sind einfach so ein Haufen Kratzspuren und die sagt so, ja, ich gehe zurück ins Bett. Mama war wohl, Mom und Dad hatten mal wieder zu viel Spaß oder was? Was ist hier? Verdammt, abgeschlossen. Oh nee! Ich hab Angst! Alter, was ist das für ein fetter Oschi? Mr. Hobbs? Verlasse das Haus. Warte mal. Da kommt was näher. Alter, wie soll ich das schaffen? Warte mal, ich hab eine Idee. Big Brain. Go, go, go! Ah! Jesus!
Meine Güte! Um dich hinter den Möbel zu verstecken. Alter! Der Hell ist das für ein Viech, ey! So viel dazu, dass es nur ein Plüschtier ist und dass Oma das für mich gemacht hat. Ich habe das Gefühl, Oma mochte mich nicht in diesem Spiel. Kommt ihr mal? Lass mich doch auf den Arm nehmen, oder? Oh je. Die Schritte. Oh, Bruder. Ah, verdammt! Was ist das? Ah, was dreht er sofort um? Ah, ich bin nicht schnell genug! Scheiß drauf! Oh mein Gott! Ich will hier raus. Mama? Oh nein. Such Rubis Mutter. Oh, what? Einige Türen erfordern einen Schlüssel. Das war jetzt nur random. Kann ich hier auch was gucken? Nein. Der ist noch etwas weiter weg, aber ich riskiere nichts mit diesem Hasen hier. Ja, meine Idee. Komme ich hier noch weiter? Nein, okay, nein. Hab ich nicht verletzt. Wow! Okay, okay. Universal. 18. April. Muss ich mir das merken? Oh, oh, wo bin ich? 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 Ai, 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 ai. Kassettenrekorder. Ein kleines Anhang und steht unter dem Spiegel. Finde Kassetten. Kassetten? Ja, sonst geht's noch, ne? Warum sollte ich Kassetten jetzt suchen? Hör was? Oh mein Gott. Das ist ja ein völlig... Oh, nee. Oh, das ist ein Hack. Okay, so kann ich mich rüber hacken, dann rüber cheaten. Okay. Ich bin echt schlecht mit diesem Springen. Ich warte. Okay.
Oh, da ist eine Kassette. Ach, das erkennen wir. Gina Ruby, ja, ist dann noch so. Wie liebt ihre Großmutter zu sehen? Bla bla bla. Wir mussten richtig schützen, um sie bis nun zu bringen. Und dann ging es wieder gut, als ob nichts wäre. Gott weiß, wie lange sie das schon macht. Wir haben ihn beim Arzt verschafft. Ich sollte eigentlich Ideen für einen Romanz aufnehmen. David, was machst du da? Eieiei. Ach so, so kann man, so sagt man, dass man weiter will. Okay, ich dachte, ich muss mich beeilen, weil alles andere finde Kassetten. Warte mal, vielleicht im Schlafzimmer der Eltern? Das wäre zu einfach, aber halt, nee. Eieiei, stell dir mal vor, ihr müsst das als kleines Mädchen ja durchmachen. Jetzt. Go, 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 go. Okay. Der ist aber abgelenkt. Mit letztem bisschen Stamina dahin zu kommen. Okay. Ich werde mal zurück in mein Schlafzimmer gehen. Wer weiß, vielleicht finde ich dort was. Ich werde alles so strategisch abgrasen. Wow, was mit seinen Augen? Oh, da ist was. Super. 14. September. Jenna und ich haben heute wieder bei Esther vorbeigeschaut. Es war schmutzig. Ich bin mir nicht sicher, wie es so schnell so schlimm werden konnte. Esther scheint sich auch nicht sauber zu halten. Und es ist fast so, als hätte sie uns nicht erkannt. Ihr Termin ist morgen. Jenna ist besorgt, dass sie vielleicht in die Pflege muss. Ich werde das dokumentieren. Ich hoffe, Ruby muss sie nicht so sehen. Alter, was ist denn mit der Oma gewesen? Der Hase kann nicht hier hin, oder? Okay, hier ist nichts. Keine Kassetten. Okay, ich glaube, langsam krieg ich den Dreh raus. Ah! Oh mein Gott! Läuft er auch hier rum? Ja. Was haben wir hier? Nichts! Oh Mann, ich dachte, vielleicht ist hier eine Kassette gespawnt. Oh oh. Großes Problem. Nein. Mich kriegst du nicht so leicht. Nicht nochmal. Okay, ich schätze mal, ich muss immer wieder das ganze Haus abgrasen nach diesen Kassetten. Okay. Vielleicht ist jetzt was? Bei den Eltern? Nein, immer noch nicht. Ah, ich hasse vor allem die Stellen, wo man hier am Anfang so ist. Das ist so blöd, einzuschätzen, wo der sich befindet. Was ist mit diesem Ding überhaupt? Was ist das? Dieser zu groß geratene Osterhase. Kann ich das Telefon abnehmen?
kann nichts machen. Oh, da ist eine weitere Kassette. 15. September. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt Esther im Krankenhaus. Ihre Nachbarn haben in den frühen Morgenstunden die Polizei gerufen, weil sie sie schreien hörten. Sie wird für ein paar Tage dort bleiben. Wir haben Ruby gesagt, dass sie gestürzt ist und dass es ihr gut gehen wird. Wir warten auf eine Diagnose. Eieiei. Oh mein Gott, was mit seinen Augen noch mehr passiert? Alter Schwede. Haben wir hier noch? Ja, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank sind die nicht so weit weg voneinander. 17. September. Wir haben Ruby ins Krankenhaus gebracht, um ihre Oma zu besuchen. Esther bastelt ihr ein Plüschtier namens Mr. Hopp. Ein kleines Kaninchen. Esther hat immer ihre Kleidung und ihr Spielzeug gestrickt. Ruby war dankbar, aber ich muss zugeben, dass dieses Spielzeug irgendetwas an sich hat. Etwas ziemlich Beunruhigendes. Wenn du es schon so beunruhigend fandest, wieso bestandest du drauf, wenn deine Tochter danach verlangt hat, dass du das bitte mitnimmst? Warum bestandest du drauf, dass das bleibt? Ich gehe hier lang. Vielleicht finden wir hier noch eine weitere Kassette. Ach, ich nicht glauben. Mir fehlen noch zwei. Komm an. Okay, hier ist keine. Ich höre die Musik und denke mir nur so, da muss los. Ich check nochmal hier schnell, Vorsichtshalber. Nichts. Ruby, es ist der Nachbar. Ruby, it's Mark. Ich habe schon lange Kostanz zu rufen. Oh nein! Shit! Hallo? Ruby! Hilfe! Ruf die Bullen, bitte! Wofür ist dieser Schlüssel eigentlich, den ich gefunden habe? Also der ist nicht für hierfür, auf jeden Fall nicht. Meine Güte, wenn dann ein Mädchen anstatt ihre Eltern rangeht und dann nicht mehr antworten kann, dann würde ich mir Sorgen machen. Jetzt würde ich nicht denken, dass ein Dämonhase hier ist, aber ich würde denken, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht irgendwelche Einbrecher oder sowas oder so in der Art. Oder dass die Eltern irgendwas mit der machen oder sowas. Ich würde auf jeden Fall in genaueres nachschauen, auf jeden Fall. Ja, wer weiß, vielleicht bin ich es nur. Oh, wow, wow, ganz sneaky der Typen. Puh. Oh, perfekt. Hier ist doch noch eine Kassette. Puh. Und was bringt mir das, diese Kassetten überhaupt zu sammeln? Außer Story. 19. September. Wir haben gerade einen Anruf erhalten. Esther ist im Schlaf gestorben. Die Ärzte konnten uns keine Diagnose geben und sagten sogar, dass dieses plötzliche Ableben bizarr ist. Wir werden das Ruby sagen müssen, wenn sie von der Schule nach Hause kommt. Das wird für keinen von uns einfach sein. Vielleicht hier? Wow. Anna. Nana hat in das Feuer der Hölle geguckt und mich gesehen. Was heißt das? Was hat die Oma gemacht? Könnte sich die letzte Kassette befinden?
Ich habe bisher auch nirgendwo irgendwas gefunden, womit ich diesen Schlüssel nutzen könnte. Das finde ich jetzt auch so seltsam. Hier ist nichts, 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 gar nichts. Das ist so komisch. Ich schätze mal, ich muss noch einmal das ganze Haus durchsuchen. Vielleicht finde ich jetzt unten im Keller die letzte Kassette. Was war das? Oh mein Gott, töte es, bevor es Eier legt. 22. September. Ruby hat sich seit den Neuigkeiten nicht mehr von ihren besten Seiten gezeigt. Wir mussten ihr die Steinschleuder wegnehmen, da sie nicht aufhörte, Kugeln auf das Plüschkaninchen zu schießen. Sie sagt, es schützt sie davor. Es ist doch nur ein Spielzeug. Wir mussten die Steinschleuder wegschließen, weil Ruby sie immer wieder gefunden hat. Jenna bewahrt den Schlüssel unter einer Pflanze im Flur auf, glaube ich. Bewahrt den Schlüssel unter einer Pflanze im Flur. Also muss ich jetzt... habe ich nicht diesen Schlüssel schon? Nein, habe ich nicht. Aber wo habt ihr das weggesperrt? Okay. Das ist nicht zufällig diese hier, oder? Oder hier. Ist ja... Ich glaube, ich gehe lieber erstmal noch den anderen Weg nochmal. Da zum Ausgang. Wer weiß, vielleicht finde ich dort was. Auch wenn ich das bezweifle. Aber lieber sicher gehen als... Es ist eine 50-50 Chance, wisst ihr. Oh oh. Ich glaube, der wird wieder campen eine Weile her. Ja, wartet mal. Vielleicht kann ich den so resetten. Was hast du denn? Was bist du? Ganz böse. Oh, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Nein, nichts, nichts. Eine Pflanze im Flur hieß es doch, oder? Eine Pflanze im Flur. Also ich schätze mal, ist hier nichts. Eieiei. Theoretisch wäre es schneller gehen, wenn ich mich schnappen lassen würde. Come on. Come on. Boah. So ein frecher Hase, ey.
Mann! Irgendwo muss doch... Come on. Hier? Nein. Unter welcher Pflanze könnte das denn sein? Hätte ich doch nur aufgeräumt. Ja! Ich muss gleich niesen, na super. So. Was geht hier ab, ey? Ich schwör. Bitte nicht wieder dieses Spinnending. Das war doch... Wie war das? Wie war das? Das war der 18. Der 18. Der 18. April. Die Steinschleuder. Oh. Oh, super. Jetzt muss ich mit dem anderen Ding noch... Oh, jetzt muss ich versuchen, mit Anders zu spielen. Upsi. Okay. Oh, oh. Nicht gut. Kauf das nicht ab. Ich kauf das nicht ab. Das ist noch nicht vorbei. So ein Dämon stirbt nicht durch einfach eine Steinschleuder. Polizei! Hallo! Hilfe! Ruf doch jemand an! Mach irgendwas! Was kann ich hier machen? Irgendwas kann ich hier machen, aber ich weiß nicht was. Wofür ist vor allem dieser Schlüssel? Das hatte ich auch noch nicht. Mr. Hopp! Ich habe unendlich Stamina. Fällt mir gerade auf. Komm, gib deiner Oma einen dicken Kuss. What? What? Wer bist du? Du bist nicht Oma. Oma, aber ich dachte... Oh! Bruder, nee, 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 nee. Polizei, stehen bleiben. Was? Oh, shit. Denken die etwa, ich hab... Fluchkünstler. Es gibt mehrere Enden? Wie hätte ich das andere Ende bekommen können?
Es muss irgendwas mit diesem Schlüssel auf sich haben. Ich verstehe nicht, ich weiß. Hätte ich diesen Koffer irgendwie öffnen können oder sowas? Wie immer sei, das könnt ihr bei irgendjemand anders finden. Oder, wenn ihr wollt, kann ich das auch nochmal übernehmen. Aber dann müsst ihr das mir schon selber sagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und mich an Freunden weiterzuführen, damit ihr nichts mehr vom Schloss nächsten YouTuber-Chance verpasst. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Horror-Thema. Bye, bye!